War so unanstrengend. Hey. Ich mache noch ein letztes und dann muss ich Counter-Strike spielen. Ja, das ist ja schon so die Kopf frei ballern. Aber vorher noch was entspannt. Na, den Kopf nicht frei ballern? Nein? Ja, gut. Ja. Und dann einfach nur was Entspanntes. Gut. Einmal was über Schnecken, bitte. Also die Kriechtiere. Gut. Ja. Ja, Mann. This is about the snails that live on the ground, man. Yeah. This is for all the snakes living on the ground, man. For all the snakes, yeah. Wenn du auf der Suche bist nach einer Schnecke, dann hab Acht vor der Zecke, die im Gebüsch auf dich lauert und es vielleicht in deine Haare kauert, wo sie sich dann in dein Kopf reinbeißt und dir ihre Viren in den Blutkreislauf scheißt. Davon hatte ich schon mal Borreliose, da war tote Hose, ich hatte einen Fleck von der Zeck am Bein, kreisrund. Das war super ungesund. Schnecken hingegen können dich nicht reinlegen, bring dich nicht ums Leben. Nein, Schnecken sind cool und sie chillen manchmal auf dem Stuhl in meinem Garten. Yeah. Doch muss man lange warten, wenn man mit ihnen ein Wettrennen macht an der Ziellinie bis Mitternacht. Denn die Schnecke ist nicht so schnell wie ich, weil sie einfach nur über den Boden kriecht. Yeah, wenn du eine Schnecke finden willst, ist es besser, wenn du einfach locker chillst und wartest, bis die Schnecke bei dir ankommt und dich mit deinem Schleim zubombt. Nicht mit deinem, sondern mit ihm. Das ist bei den Gehirn von Menschen auch so, wenn die rumlaufen, hinterlassen die Schleifspuren. Musst du mal ausprobieren. Borg dir von deinem Nachbarn einfach das Gehirn. Leg es auf den Boden und guck, wie es kriecht, während es so auf der Straße rumliegt. Brain! Mein Brain ist so schön! Yeah! Dieses Video hat den Hundebonus. Wackelohr, Wackelohr, Hundebonus. Schlabberdibu, Schlabberdibu, Schlabberdibaby. Schneckchen. Einmal spielte ich mit zwei Schnecken Verstecken. Sie waren besser, denn sie sind so klein und konnten noch als Versteck in ihr Haus rein. Und als ich dann an das Schneckenhaus geklopft hab, sagten sie, sie wären nicht da und ich haute ab. Wer rappt so schlecht wie Masomi? Oh, vielleicht meine Omi. Quatsch, meine Oma rappt besser als der. Hallo Sille, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht dissen, Omi. Ja, ich mach jetzt Feierabend für heute. Chill. Relax. Crow klaut Sachen bei Umse. Warum sag ich das? Ach ja, weil ich das bei Umse heute auf Facebook gelesen habe, obwohl ich ja eigentlich gar nicht bei Facebook reinguck, was total gelogen ist. Wie jeder andere prokrastiniere auch ich den ganzen Tag, wenn ich frei habe. Morgen schreibe ich einen Roman. Ich glaube, da brauche ich so 3-4 Stündchen für. Ich wünsche euch allen eine angenehme Nacht und dass ihr noch was draus macht. Yeah, Schnecken fangen zum Beispiel. Baby! Wiedersehen. Doobidoop, doobidoobie, boobidoop. Boobidoop, doobie, boobie. Boobidiboop, diboop, boobidoobididoo. Boobidoobidoobidoo. Ach ja, ich zeig nochmal, damit jeder weiß, von wem dieses Dings ist. So, wegen Copyright, keine Ahnung, das ist ja sehr lange benutzt. Fade out. Tschüss!